Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs und heute möchte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Archäologie-Relikte und zwar will ich da einmal die Fiole der Sande bzw. das Rezept davon bekommen. Da hatte ich ja schon die ein oder andere Aufnahme rausgehauen, weil ich bis jetzt nicht sonderlich viel Glück hatte. Ich hoffe, diesmal ändert sich das Ganze ein bisschen. Ich habe wieder insgesamt 50 restaurierte Artefakte gefarmt, wieder in Draenor hauptsächlich. Und ja, das hat eine ganze Weile gedauert. Ich hoffe, wir können jetzt hier ein bisschen unser Glück strapazieren und das Item rausziehen. Und zwar, wenn wir die Dinge jetzt hier in Boralos umtauschen, bei der Jana, gegen die Artefakte von den Tolvir. Da kann das Ding nämlich drin sein, wie ihr schon bei meinem Addon hier seht. Da kaufen wir uns jetzt mal die 50 Stück. Und, warte mal. Ja, doch, ich habe genug Taschenspray. Platz. Ich bin hier immer noch mit dem Alchi so ein paar Sachen am Umwandeln. Das Ganze ist nämlich auch ein Alchi-Rezept. Und ja, mal gucken, ob ich da Glück habe. Das dauert jetzt immer noch einen kleinen Chicken, so wie ich das hier sehe, bis die ganzen Sachen im Inventar landen. Müssen dann insgesamt 50 Stück sein. Und was ich halt brauche, ist eine Kanofe. Und zwar ist es so, dass ich mit diesen Talvir-Fragmenten, die ich jetzt aus diesen Kisten rauslooten kann, dann Items bauen kann. Und diese Items wiederum können dann eine Kanofe sein. Und in der Kanofe wiederum kann dann das Rezept drin sein. Ich habe nachgeguckt. Mittlerweile, das Rezept hat eine 2%ige Chance, aus der Kanofe rauszukommen. Was jetzt nicht sonderlich hoch ist tatsächlich. Also, ja. Aber anscheinend können es nur Eichis kriegen. Deswegen ist die Chance wahrscheinlich höher. Hoffe ich zumindest, dass das so ist. Also, dass die Chance wahrscheinlich höher ist. So, jetzt schauen wir mal. Wir haben, glaube ich, jetzt genug Relikte geplündert, dass wir was herstellen können. Genau, hier haben wir es. Das Blöde ist, es muss halt erstmal das Richtige rauskommen. So, wir haben jetzt hier zwei von diesen Relikten gekriegt. Die können wir schon mal einsetzen. Und ich kriege keine Kanofe. Okay, das nächste. Oh boy. Gib mir eine Kanofe. Da ist sie. Okay. Aber das Problem an der Geschichte ist, das Ding muss halt da auch drin sein, ne? Also nur, dass ich eine Kanofe kriege, bringt mir halt zwar einen Ticken näher ans Ziel, dass ich zumindest eine Chance habe, dass ich ein Rezept oder dass ich das Rezept rauskriegen kann. Interner Taschenfehler, perfekt. So viel dazu. Immer noch alle raus. Und ich hoffe, das bleibt nicht bei einer. Wobei, wenn es in der einen drin ist, ne, dann wäre es mir auch recht. So, die Relikte haben wir noch rein. Die kann man übrigens auch mal kaufen, aber die sind relativ teuer, die Dinger. Ah, komm. Nee, ich krieg keine Kanofe mehr, oder? Ich habe jetzt eine insgesamt und... es ist wieder nicht drin. Das waren jetzt, glaube ich, 300 Relikte müsste ich jetzt schon umgewandelt haben. Also einiges an Archäologie gemacht. Und es ist wieder nicht drin. Das ist da ätzend. Naja, gut. Das war es eigentlich dann auch schon wieder. Mal wieder eine Nullnummer. Falls ihr das Rezept auch schon mal gefarmt habt und noch Tipps für mich habt, haut die gerne in die Kommentare, beziehungsweise schreibt mir mal, wie viele Relikte ihr da umgewandelt habt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.